Was geht ab, meine Z-Fighter Hoser hier und willkommen zu einem weiteren Smash-Video. Wir werden jetzt auch nun quasi uns online bewegen, online da ein bisschen Kämpfe liefern. Im Endeffekt könnt ihr mich auf jeden Fall gerne wissen lassen, Freunde, wie ihr das Ganze findet. Feedback ist an der Stelle angebracht, ob ihr so Online-Kämpfe sehen wollt. Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt, unser Folgendes zu machen. Kommen Sie jetzt. Online-Smash, so schön wie der Kommentator das sagt. Ja, ein bisschen einfach mal online kämpfen, Freunde. Wir nehmen am Anfang, sag ich mal, fürs erste Video auf jeden Fall FFM Bowser, oder? Und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Ihr könnt mich, wie gesagt, das im Endeffekt dann wissen lassen. Wir werden aber auch quasi in den Streams, Freunde, gegeneinander kämpfen. So Community-Kämpfe auf jeden Fall mache ich gerne. An sich Multiplayer-Games, die ich streame, die spielen wir immer zusammen. Heißt, wenn ihr den Stream vorbeigucken wollt, Freunde, der Streamplan ist in der Beschreibung. Könnt ihr gerne abchecken. Unter jedem Video wird jeden Montag aktualisiert oder bei mir auf Discord oder Twitch. Die Links dazu sind auch in der Beschreibung. Ich bin echt darauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird, Freunde. Smash Online! Wir werden jetzt quasi die Online-Welt ein bisschen hier. In der Online-Welt eher. In der anderen Welt, nicht anders, sondern in der Online-Welt eskalieren. Ich bin echt darauf gespannt, wie das Ganze verlaufen wird. Wie gesagt, es gibt jetzt quasi so auch Smash-Videos mit Kämpfen und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich rede einfach mal nicht viel. Und wir haben hier unseren ersten Kämpfer. unseren ersten Gegner. Bin auch gespannt, was er drauf hat. Ob er nur seine Elektro-Attacke spammt oder was er macht. Pikachu, ja, siehst du. Oh. Ach so, okay, spammen die also heutzutage mit Pikachu das. Ja, ja, Pikachu, ja. Komm du nur her, Junge. Hast du mir einen Donner? Ja, komm her, ich slide. Was los? Was willst du dagegen machen, wenn ich so slide? Junge, Pikachu. Du legst mit dem Falschen an, das FFM-Bowser. Guck mal. Sonst Boom! Where you going? Oh my god! Ah. Ja, ich weiß nicht, ich nehme auch legit zum ersten Mal so Kämpfe auf. Boom! Nimm legit zum ersten Mal solche Kämpfe auf, deswegen weiß auch nicht, wie mein Entertainment-Level da an der Stelle ist. Komm runter, komm runter. Ob ich da gut viel reden kann, gut reden kann, ob ich ab und zu mal leise bin, freilich. Ich will einfach sagen, wir haben ja ein wenig Spaß. Pikachu hat keinen Spaß, aber ich schon auf jeden Fall. Ihr kennt auch den FM-Move, ne? Und man kennt, ja, Pikachu kannst auch was anderes, so typical Pikachu-Spieler. Ja? Jetzt bleibst du da stehen, ne? Hä, was jetzt? Ja, ja, ja. Komm du nur her und raus mit dir, was los? Raus mit dir! Sind wir AFK oder was? Boom! Ein Leben opfer ich dafür, kein Thema. 2-1 Shits. Das hat der FFM-Move, Freunde. Das ist der FFM-Move. Seite B. Und das ist der Pikachu-Move heutzutage. Ach so. Okay. Macht Spaß auf jeden Fall. Oh mein Gott, also wer so mit Pikachu kämpft, der ist der richtige Noob, ey. Nee, also alles auf Spaß war es natürlich, ne? Aber wahrscheinlich diejenigen, die auch online spielen oder Kämpfe an sich so PvP spielen, die wissen, wie das Ganze so abläuft, ne? Man macht auch einfach so Späßchen. Oder roastet einen. Oder wenn man tiltet, dann tiltet man halt so. Wisst ihr, was ich meine? Das kann man auch nicht verhindern. Aber alles auf Spaß war es bei mir, Freunde. Alles auf Spaßbasis. Immer diese Donner, ey. Ohne Spaß. Das ist so typisch. Oh, ich hätte ihn. Ich hätte ihn so mit meinem FFM-Move gepackt. Ja, was jetzt? Pika Pika heißt... Warte mal. Ganz kurz, bei dem darf ich nicht zur Seite. Sonst, ja, sonst kommt diese Kombo wieder, ne? Ach so, kann man was anderes heute? Oh mein Gott, die hat so gesessen. Uff. It was at this moment he knew. Nein, 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 nein! Was war das? Aber wir haben gewonnen! FFM Bowser, erster Online-Kampf, erster Sieg. Ja, da klatscht du. Jetzt wollen wir mal sehen. Willst du eine Revanche oder nicht? Willst du eine Revanche, Orinio, oder nicht? Ja, komm mit sie, komm mit sie. Oh mein Gott, wie witzig das am Ende. Aber ich muss ehrlich sagen, der Kampf an sich, der verlief irgendwie so langsam. Bin ich ehrlich. Also eigentlich kenne ich meine FFM-Moves. Vielleicht bin ich auch ein bisschen, mein Gameplay-technisch ein bisschen anders eingestellt wegen dem Story-Mode, weil da hat man ja Geister und sowas gehabt, ne? Und hier hat es nicht. Kann auch sein, dass du irgendwie... Ja, hau ab! Nach der Niedergang würde ich auch abhauen! Ja gut, Freunde, jetzt sind wir im nächsten Kampf. Oh, gegen Inkling. Gegen Inkling habe ich selten gespielt. Aber mit einem Leben nur? Oh mein Gott, sie will den FFM-Move. Also sie haben das mit dem Online auf jeden Fall gut gefixt. Was heißt gefixt? Aber sie haben es verbessert. Davor bist du halt auf jeden Fall auch in andere Kämpfe reinkommen, obwohl was du gecute hast, sag ich mal. Jetzt läuft es ein bisschen besser, um ehrlich zu sein. Immerhin so Versuche ohne Items. Boah, der Kampf ist so ein bisschen geil auf jeden Fall, oder? Was sagt ihr?
Inkling soll wirklich ein stärker Charakter sein. Ich habe gegen Inkling kaum gekämpft. Aber man merkt schon auf jeden Fall, sie ist flink. Das ist so ein Kampf jetzt, ihr merkt es auch schon. Du kommst hier nicht rein. Jetzt bin ich gespannt, was sie so an dem Rand machen kann. Ah. Ronaldo! Brilliant! Wohin? Freunde, sorry, wenn ich mal sowas ausraste, aber so. Das ist so keine Ahnung. Das ist einfach nur. Weil so Kampfspiel ist man ein anderer Mensch, oder? Da ist man halt legit ein anderer Mensch, oder? Seid mal ehrlich. Dann nimmt man das Ganze schon ein bisschen anders. So, das ist halt ein Kampf. Das ist das, ich meine. Aber ja, wenn ich das ein oder andere mal ausraste, sorry. Ey, die ist geliefert. Freunde, gegen FFM-Bowser. FFM-Bowser, der tötet alles. Der tötet alles auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt einen neuen Herausforderer, genau. Dann würde ich sagen, ja. Sehen wir mal, was der drauf hat. Gut, Freunde, unser nächster Herausforderer ist. Oh. Ganondorf, 3 Leben, 7 Minuten. Genau, das ist the final destination. Er ist bratscht erstmal. Oh, das ist der Ganon-Griff. Oh, der hat auch einen FFM-Griff, Ganondorf. Total vergessen. Ja, der und sein Ganon-Griff, ne? Darauf kommen viele nicht klar. Viele denken, wenn man mit Bowser hochgeht, macht man runter A. Aber ich bin nicht so der Boy, der das gerne macht. Weil runter A kann man übertrieben predikten. Aber ich mache dann gern so einen Move. Ne, den nicht. Shit. Wenn ich so einen laufe, dann mache ich. Oh, Junge, komm mal her. Wenn einer so auf mich läuft, dann mache ich gerne so runter B, sag ich mal. Ja, das kommt unerwartet, schätze ich, denke ich. Mit FFM-Bowser habe ich früher oft gespielt. Auf den komme ich schon gut klar. Guck mal, jetzt danken die, ich mache runter A. So, ist das meine. Ah! Das war gut von ihm. Ganondorf an sich auch ein sehr guter Charakter. Sidestep. Boom! Oh. Den meinte ich. Ah, okay, der hat's gut gedodged. Ganon gefällt mir. Nein! Und da. Aber jetzt gar nichts machen. Nice. Nani! Das ist doch brutal! Der wollte den FFM-Move abziehen bei mir! Der geht so, Junge! Raus mit dir! Der FFM-Move geht so! Was ist mit dem? Nur ich kann den FFM-Move auspacken. Oh! Ah, nein! Das war sehr schön von ihm. Das war Respekt. Das war sehr gut von ihm. Der hat mich aus der Arena gedrängt. Das war wirklich cool von ihm. Respekt. Ich hätte gerne ein Rematch mit dir, mein Vorboy. Wenn ein Rematch klar wäre, dann wäre das noch unser letzter Kampf. Wenn nicht, Props an dich. Das war wirklich cool. Hat er wirklich schlau gemacht. Aber ein Rematch wäre nice von ihm. Das wäre eigentlich. Das ist eigentlich so oft. Das ist eigentlich so. Willst du das mal eigentlich so. Nee, weißt du, ob der ein Rematch gemacht hat? Wieso machen die Rematches? GG. Ja, ich glaube, das war kein Rematch jetzt von ihm. Ich guck mal rein. Wenn nicht, Freunde. Dann kann ich mal rüber und dann tue ich mich langsam verabschieden. Oder es sei denn, komm, keine Ahnung, ich gucke einfach mal, was er abgibt gleich. Wie viele Versuche es drauf gibt oder so. Okay, was haben wir hier? Ja, einen anderen Gegner. Anderen Gegner. 3 Versuche, 7 Minuten. Wisst ihr, lass mal einfach mal laufen. Aber ich find's ein bisschen schade, warum man keine Rematchs macht. Es sei denn, ich verdrück mich. Aber eigentlich nicht. Ist doch immer ein Kampfspiel so, ey. Wenn man einen Kampf verliert. Also der Gewinner ist der, der von 3 Kämpfen 2 gewinnt. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn es dazu kommt. Das ist doch the real. Das ist doch the real, oder? Oh, Shiggy ist sehr flexibel. Mach schön, ey, mach's gut. Okay. Mini, komm runter. Ja, du hast ein Missplay gemacht. Passiert. Nicht schlimm. Aber ja, es. Komm du nur hoch, Melee. Achso, soll ich runterkommen, oder was? Guck mal, warum spammt man Attacken? Es ist auch so, wenn man bei Smash spammt, die werden dann, die machen nicht mehr so viel Schaden. Also die verlieren an Schaden. Ja, Mimi ist sauer. Mini ist sauer. War auch sauer, mein Zeit. Hab diesen Move gesehen, den FFM-Move. Das ist der beste. Yo! Raus mit dir. Man kann nicht mehr spotten online, oder was?
Ich merke das gerade, ich will die ganze Zeit spotten, aber es geht nicht mehr. Boah, habt ihr diesen ultra-einzigen Move gesehen? Was ich gerne machen würde, ist den FFM-Move auspacken und so gewinnen. Ah. Ah. Nein! Oh, okay. Ah, ja, okay. Was ist das? Man kommt da nicht raus! Karma! Denkt ihr, raus mit dir! Freunde, ich würde sagen, Ende, Gelände! Ich denke nicht, dass ich ein Rematch mache. Wenn ich das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, dann lasst mich auf jeden Fall wissen. Ich mag, also ich habe auf jeden Fall Spaß mit sowas. Aber ihr lasst mir auf jeden Fall wissen in den Kommentaren, wie ihr das Ganze gefunden habt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Klatsch weiter, Mini. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.